So, in dem heutigen Video soll es darum gehen, um KPIs. Vielleicht hast du KPIs noch gar nicht gehört. Das ist die Abkürzung für Key Performance Indicator. Ich mache das auch hier direkt mal mit drauf. KPI bedeutet im Grunde eigentlich, dass du dir genau überlegen solltest, wo du hin möchtest. Das ist nämlich eine der Themen, die wir sehr, sehr häufig in Projekten merken, dass ich nicht so richtig weiß, was ist denn eigentlich mein Ziel und es damit natürlich auch schwieriger messen kann und damit auch unterwegs schwerer steuern. Das heißt, wenn du jetzt irgendwo am Anfang deiner Reise stehst, mach das mal ein bisschen blau, und du einfach so vor dich hinläufst, dann hast du natürlich eine Richtung, in die du gehen möchtest, aber ob das jetzt so ist oder so oder wie auch immer, das ist schwierig zum Beurteilen, wenn ich nicht weiß, wo ich hier hinten hin will. Also das heißt, ich muss mir hier ein Ziel setzen, auf das ich zusteuern möchte und dann kann ich natürlich auch zwischendrin beobachten, bin ich denn auf dem richtigen Weg oder bin ich irgendwie davon vom Weg abgekommen. Und das läuft über sogenannte KPIs. Das heißt, wir kommen sehr häufig an Tische mit Kunden und Partnern, wo schon genau darüber nachgedacht wurde, was ist die Zielgruppe, mit der ich arbeiten möchte. Auch das ist ein sehr wichtiger Punkt. Da können wir auch gerne mal ein Video drüber machen. Kannst du vielleicht einfach mal kurz in die Kommentare schreiben, wenn dich das interessiert. Dann machen wir da mal ein Video zu. Aber gerade über solche KPIs wird sehr, sehr selten nachgedacht. Das heißt, es ist gut, am Anfang mal festzulegen, ich möchte, was weiß ich, mit dem Projekt, das ich umsetzen möchte, ich möchte meinen, was weiß ich, Umsatz, könnte eine Möglichkeit sein, was weiß ich, 5 bis 10% steigern, zum Beispiel. Oder ich möchte damit irgendwie, ich möchte in Installationen erreichen von, was weiß ich, 20.000. Es können beliebige Werte sein, ist natürlich immer wichtig zu schauen, was ist dein Business-Ziel dahinter, um dann diese KPIs aufzustellen. Und so habe ich dann eben leichter die Möglichkeit, auch während der Entwicklung einfach zu schauen, wenn ich Ideen für Features habe, sind die diesem Ziel dienlich oder eben nicht, um dann eben zu definieren, möchte ich das eben umsetzen oder halt eben nicht. Ja, wenn du über solche Sachen dir schon mal ein bisschen Gedanken gemacht hast und einfach noch mal ein bisschen Input möchtest, dann melde dich einfach gerne bei uns. Du kannst einfach auf jamitlabs.com dich bei uns melden zu einem ersten Beratungsgespräch. Das ist auch kostenlos. Da gehen wir einfach mal zusammen deine Situation durch, schauen, wo du vielleicht, also wo wir unterstützen können auf deinem Weg und wie wir da zusammen gemeinsam ein geiles Projekt hinbekommen. Demher, lass es gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.